Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Hey Charles, das ist doch scheiße, oder? Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen, einschließlich uns. Passiert das?
Ach, Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Schöne Scheiße, ich versuch's ja. Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was?
Pestizidanzeigelösung. Jetzt bei 2%. Wir werden alle sterben! Von mir aus, du zuerst. Zur Hölle dauert denn so lange? Erstick an deinen Pestiziden, Drecksding. Das war's. Rauchpause. Hast du den Behälter? PA-400 ist aus. Wenn uns nicht was einfällt, sind wir tot. Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du eine Ahnung, was ich alles tun musste, um den herzuschaffen? Scheiße, nicht so! Das bringt ihn nicht um! Du solltest ihn hochjagen! Verdammt! Was tun wir jetzt? Er ist wach! Das Polymer anzünden. Deine Kippe. Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja. Stirb, Drecksding! Heilige Scheiße, er dreht durch! Er ist wütend! Wir müssen weg, bevor er... Warte! Ah! Oh, verdammt! Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft! Scheiße, Sprossen! Steh schon auf! Mein Bein steckt fest! Schieß endlich! Es sind zu viele! Beeil dich! Ich versuch's ja! Erwischen Sie uns fast! Kannst du nicht besser zielen? Sie sind fast da! Steh auf! Steh auf! Ich versuch's ja! Ich versuch's! Scheiße! Nein! Hilf mir! Mach es weg! Halt durch, Kumpel! Ich komme! Kacke! Der beschissene Behälter. Wenigstens etwas. Er explodiert! Du merkst aber auch alles. Schöne Zeit! Doch runter von mir! Meine Fresse, war das abgefahren. Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Der Weg zur wissenschaftlichen Höhenflug. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fecht? Was soll es sein, Major? Waffen? Ganz schön krank. Yeah.
Charles, die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum jetzt entspannen. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Tut mir leid, muss los. Die Birke tat auf. Optimale Temperatur wiederhergestellt. Wir haben es geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe. Ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Ja, klar. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Charles, wie ist Sheridan Sacharow gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Und Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist. Doch. Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Oh, scheiße. Armer Kerl, was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja, kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen. Zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. Wir müssen zur Station Lesnaya und den Zug nach Solnechnaya nehmen. Von da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. Speichere Daten.